ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu unserem Mobilitätsempfang der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin Laura Wahl und die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion. Und mir war es ein wichtiges Anliegen, nach dieser Legislatur, die sich ja langsam so Richtungsende neigt, nochmal gemeinsam zu schauen, wie ist eigentlich der aktuelle Stand bei der Mobilitätswende in Thüringen? Was ist vielleicht auch mit Blick auf eine künftige Legislatur wichtige Gedankenanstöße? Und deswegen möchten wir heute tatsächlich mal ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen, nämlich nicht die typische, sozusagen aus Klimaschutzgründen müssen wir Radwege ausbauen, ÖPNV ausbauen. Diese Argumentation ist uns, glaube ich, allen bekannt, sondern nochmal diesen gewerkschaftspolitischen Blick mit reinnehmen, der andere Perspektiven eröffnet. Dazu haben wir auch Inputs. Und in dem Sinne freue ich mich sehr, dass wir hoffentlich ein schönes Miteinander und Diskutieren haben werden und darf jetzt als allererstes Madeleine Henfling, unsere parlamentarische Geschäftsführerin, für die Begrüßung ankündigen. Ja, das geht. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Menschen aus ganz Thüringen, ganz herzlich willkommen im Thüringer Landtag. Es ist mir eine große Freude, dass heute hier der Mobilitätsempfang stattfindet und ich ihn eröffnen darf. Und ich mich gleich entschuldige, dass ich nach meinem Grußwort gleich wieder gehe. Das ist nicht irgendwie der Tatsache geschuldet, dass ich nicht hier sein würde, sondern dass ich schlicht und ergreifend noch nach Eisenach muss, weil ich noch einen Anschlusstermin habe. Das bringt leider die momentane Zeit so ein bisschen mit sich, dass die Schlagzahl an Terminen leider so hoch ist, dass wir ganz schön von A nach B rennen müssen. Ich möchte ganz besonders unsere Referentinnen und Referenten begrüßen, Antonia Scheffel und Robert Rösner vom Bündnis Wir fahren zusammen, sozialgerechte Mobilitätswende, ganz herzlich willkommen. Clemens Rostock, habe ich den eigentlich schon gesehen? Ist auf dem Weg, der kommt mit dem Zug, okay, es braucht keine Erklärung mehr. Wir hatten das gleiche Problem gestern schon, dass unser Referent sehr schnell reinflog, kurz vor Beginn, weil der Zug noch nicht da war. Genau, er ist der Wegbereiter in Brandenburg des dortigen Mobilitätsgesetzes und leider hat sehr kurzfristig wegen Krankheit absagen müssen Ralf Obermeier von der IG Metall, der ist dort der Leiter der Stabsstelle Mobilität und Fahrzeugbau. Daher gibt es eine kleine Abänderung im Programm, aber doch dennoch kriegen wir das hin, einen Einblick in den Veränderungsprozess auch innerhalb der IG Metall, den ich auch persönlich übrigens sehr spannend finde. Kriegen wir trotzdem einen guten Einblick und schauen uns da auch nochmal an, wie der Beitrag zur Mobilitätswende aussieht. Dieser Abend bietet trotz dieser Änderungen eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam die Verkehrswende in Thüringen voranzutreiben, ob jetzt der Umstieg vom Verbrenner auf das E-Auto, öfter mal das Rad nutzen oder dank Deutschlandticket den Zweitwagen abschaffen und Bus und Bahn nutzen. Im Vordergrund steht zur Veränderung und zum klimafreundlichen Umgestalten brauchen wir alle gemeinsam. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe und viele müssen daran mitwirken, damit diese Verkehrswende auch tatsächlich stattfindet. Die enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft ist aus unserer Sicht dafür von hoher Bedeutung. Allerdings nehmen wir auch wahr, wie vieles in der momentanen Diskussion, dass die Diskussion um die Verkehrswende enorm polarisiert. Während uns nachgesagt wird als Grüne, dass wir ja grundsätzlich alle Autos verbieten wollen, wollen andere mehr Straßen für weniger Staus und E-Fuels für ihre Verbrenner. Und Ralf Obermeier von der IG Metall, der hat vor diesem Hintergrund der Klimakrise aber einen ziemlich wichtigen Satz gesagt. Er hat nämlich gesagt, wir müssen entpolarisieren, denn es muss und wird sich viel ändern und zwar schnell. Speed matters. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Beitrag heute hier, dass wir versuchen, über die Verkehrswende jenseits der Extreme, die ich gerade aufgezählt habe, zu diskutieren. Und vor knapp einer Woche gab es einen wichtigen Geburtstag, nämlich das Deutschlandticket ist ein Jahr alt geworden. Und die Bilanz davon ist, dass die ÖPNV-Dauerkartenbenutzer auch weiterhin sozusagen auf das Deutschlandticket umgestiegen sind. Allerdings nutzen viele Menschen eben, die jetzt auch das Deutschlandticket nutzen, auch schon vorher Bus und Bahn. Der Umstieg vom Auto ist sozusagen damit nur an einem ganz kleinen und geringen Maße tatsächlich erreicht. Und das verdeutlicht, glaube ich, auch nochmal, dass ein einfacher und günstiger Tarif nur ein ganz kleiner Puzzlestein in der Frage der Verkehrswende ist und es natürlich viele weitere Maßnahmen tatsächlich auch braucht. Und das haben vor 2 Wochen auch die Gründungsmitglieder vom Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende deutlich gemacht. Neben günstigen Tarifen und guten Arbeitsbedingungen braucht es vor allem zuverlässige Verfügbarkeit von Bus und Bahn. Und ich glaube, viele in den Thüringer Regionen können das sofort unterschreiben, weil was nützt mir das Deutschlandticket, wenn kein Bus fährt? Leider werden die dafür notwendigen Weichenstellungen nur sehr, sehr zögerlich vorgenommen, wie sich am kürzlich veröffentlichten Nahverkehrsplan 2023 bis 2027 leider auch zeigt. Und trotz der deutlichen Kritik am Entwurf vom Infrastrukturministerium, auch von unserer Seite, von der SPD und auch von einigen von Ihnen, bleibt es leider beim Status quo, anstatt das Angebot wesentlich zu verbessern. Und nach dem Masterplan Schieneninfrastruktur ist es natürlich irgendwie ein weiterer Frustrationsmoment für alle, die an der Verkehrswende mitarbeiten wollen und die in eine gute Richtung bringen wollen. Und so gut und wichtig der Prozess zum Masterplan war, bleibt er im Ergebnis deutlich hinter unseren gesteckten Zielen, zum Beispiel zur Reaktivierung von Schienenstrecken, zurück. Immerhin wird von uns geforderte, die von uns geforderte Mobilitätsgarantie etwas konkreter, also die Idee, jeden Thüringer Ort, jede Stunde an den Busverkehr anzubinden. Der sogenannte integrale Taktfahrplan soll ab diesem Jahr modellhaft in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis umgesetzt werden. Bei Saalfeld-Rudolstadt fällt mir immer die sehr gute Jugendinitiative dort vor Ort ein, wo sich der Kinder- und Jugendbeirat übrigens sehr auch in den Bereich der Verkehrswende eingebracht hat. Und wir Bündnisgrüne wollen aber da noch deutlich weitergehen. Mit einem Mobilitätsgesetz für Thüringen wollen wir die verschiedenen Verkehrsarten zusammen denken und auch zusammen planen, zum Beispiel durch sichere, barrierefreie Radwege, die die letzte Meile zur nächsten Bushaltestelle erleichtern können. Clemens und Laura werden uns hier später noch weitere Chancen eines landesweiten Mobilitätsgesetzes aufzeigen. Und mit der finanziellen Sicherung des Deutschlandtickets haben wir auch gezeigt, dass Thüringen eine Vorreiterrolle in Sachen nachhaltige Mobilität einnehmen kann. Mit einer Änderung des Thüringer ÖPNV-Gesetzes haben wir im Landtag die Finanzierung des Tickets durch das Land abgesichert. Dadurch bleiben Verkehrsunternehmen nicht auf Kosten sitzen und andere Bundesländer haben das bisher leider noch nicht geschafft. Dies sollte uns ermutigen, dort weitere Weichenstellungen in Richtung Verkehrswende vorzunehmen. Ich danke Ihnen allen schon jetzt für Ihr bisheriges Engagement. Ich glaube, hier sitzen ganz viele Menschen, die aktiv an der Verkehrswende mitarbeiten und vor allen Dingen danke ich Ihnen für die Unterstützung auch der Politik, weil ohne, ich habe es vorhin gesagt, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, niemand kann diese Verkehrswende, kein Sektor kann diese Verkehrswende alleine schaffen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können und Thüringen durch ein flächendeckendes und umweltfreundliches Mobilitätsangebot noch lebenswerter und vor allen Dingen zukunftsfähiger machen zu können. Und dazu wollen wir heute auch nochmal Ihre Erfahrungen hören. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen interessanten Abend und vor allen Dingen viele gute Gespräche. Vielen Dank. Uns ganz konkret anschauen wollen, nämlich den Blick nach Brandenburg, die schon etwas geschafft haben, was wir in Thüringen noch vorhaben, nämlich ein Mobilitätsgesetz auf den Weg zu bringen. Deswegen begrüße ich ganz herzlich Clemens Rostock. Komm gern nach vorne. Und ich will vorschlagen, du stellst dich einfach einmal ganz kurz selbst vor, während ich das zweite Mikro fertig mache. Ja, hallo, ich bin Clemens Rostock aus dem Landtag Brandenburg und dort verkehrspolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion, der Bündnis-Grünen Landtagsfraktion und auch arbeitspolitischer Sprecher. Deswegen, ich bin auch Mitglied der IG Metall seit vielen Jahren und fand es auch sehr schade, dass wir den Kollegen verpasst haben. Aber habe mich sehr gefreut über den Input, der trotzdem ziemlich eindeutig war, finde ich auch aus meiner Sicht. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Vielleicht einmal ganz kurz in 30 Sekunden zum Einstieg. Was ist das Brandenburger Mobilitätsgesetz und warum braucht es das? Das Mobilitätsgesetz ist das Ergebnis einer Volksinitiative und eines sich anschließenden Dialogprozesses. Und das fasst im Grunde verkehrsträgerübergreifend die verkehrspolitischen Ziele zusammen und fängt bei der Baupolitik im Grunde schon an, geht über die Straßenpolitik und in ÖPNV mit Standards und Co. Also im Grunde ein Gesamtgesetz, was den ganzen Mobilitätssektor adressiert. Da wollen wir gleich noch tiefer reinschauen. Mich würde jetzt zu Beginn interessieren, wie ihr das geschafft habt. Du hattest gerade schon Volksinitiative anklingen lassen. Hättet ihr ein Mobilitätsgesetz ohne diesen zivilgesellschaftlichen Druck oder inwiefern hat es geholfen? Was hat die Zivilgesellschaft eigentlich konkret in Brandenburg auf den Weg gebracht? Also wir haben sehr gute Erfahrungen in Brandenburg mit Volksinitiativen. Da sind wir als Bündnis Grüne oft Partner. Und tatsächlich diese Volksinitiative, die hieß damals Verkehrswende Brandenburg jetzt. Die Idee ist tatsächlich auch bei uns Grünen geboren. Und wir haben gesagt, Mensch, wir hatten Volksinitiativen zur Massentierhaltung, zum Insektenschutz, zu Tagebauen. Jetzt müssen wir mal uns überlegen, was das nächste gute Thema ist. Und haben gedacht, Verkehrspolitik, das ist es. Und sind dann, haben erst Ideen gesammelt und sind auf den VCD zugegangen. Da gab es auch Kontakt und haben gesagt, wollt ihr nicht der Nukleus dieser Volksinitiative sein? Konnten wir überzeugen. Und dann hat sich ein sehr großes Bündnis gebildet. Die typischen Verbände, VCD, ADFC, BUND waren natürlich alle dabei, aber es war ein deutlich größeres Bündnis. Also die EVG und die GDL waren zum Beispiel dabei, die Studierendenvertretung war dabei, auch der VDV hat sich aktiv eingebracht. Sodass auch die evangelische Kirche mit ihrem Umweltbüro hat sich eingebracht, sodass wir auch in alle politischen Lager so ein bisschen Brücken schlagen konnten. Und dann ging die Volksinitiative los und dann kam Corona und dann gab es relativ große Einigkeit im Landtag auch nochmal die Gesetze anzupassen, um diese Corona-Bedingungen auch fürs Sammeln auf der Straße anzupassen. Und dann gab es irgendwann die Volksinitiative, dass sie erfolgreich war, genügend Unterschriften gesammelt hatte. Und dann hat man sich auf einen Dialogprozess geeinigt. Man hat sozusagen formal die Volksinitiative abgelehnt, aber man hat gesagt, wir machen Dialogprozess und entwickeln dieses Mobilitätsgesetz. Und deswegen ganz klar, auf deine Frage zurückzukommen, ohne die Volksinitiative wäre das nie passiert. Wir hatten es in dem Sinne auch gar nicht vor, auch vielleicht gar nicht am Anfang der Volksinitiative. Das hat sich sozusagen immer weiterentwickelt. Und auch in dem Dialogprozess stand es mehrmals kurz vor dem Scheitern. Und ohne dieses mit verteilten Rollenspielen hätten wir das niemals geschafft. Und wirklich die Breite des Bündnisses war dabei auch mitentscheidend. Ja, ich finde das total spannend, weil ich glaube, wenn man sich ganz neutral gesagt politische Mehrheiten in Deutschland, in den verschiedenen Ländern oder auch auf Bundesebene in den letzten 30 Jahren anschaut, dann sind diese Mehrheiten politisch dafür, Autoverkehr ein bisschen zu beschränken und Fokus auf anderes zu legen oder halt den Umstieg auf Elektromobilität zu machen, ganz, ganz selten da. Deswegen spannend, dass man da gesehen hat, dass das wirklich hilft, da neue Bündnisse auch zu schmieden. Mich würde jetzt einmal interessieren, was konkret das Mobilitätsgesetz in Brandenburg regelt. Wir haben hier in Thüringen als grüne Landtagsfraktion auch einen Aufschlag gemacht oder wir haben einen Aufschlag erarbeiten lassen, uns einmal anzuschauen, in welchen Bereichen eigentlich überall was passieren könnte. Ihr habt es ja schon umgesetzt. Was ist sozusagen die Neuerung mit dem Mobilitätsgesetz in Brandenburg und für Brandenburg? Also es beginnt damit, dass das Mobilitätsgesetz Ziele festschreibt und dadurch, dass sie in einem Mobilitätsgesetz stehen, haben sie halt auch Gesetzescharakter. Also das ist zum Beispiel die Klimaneutralität bis 2045 für den Verkehrssektor oder auch konkret bis 2030, dass 60% der Wege in Brandenburg mit dem Umweltverbund, also zu Fuß, mit Rad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden sollen. Wir waren 2017 bei 43 oder 42%. Und das sind die Ziele, aber Ziele haben wir ja oft. Und dann gibt es aber auch wirklich einen Katalog an Maßnahmen. Und das fängt, wie ich gesagt habe, bei der Baupolitik an. Dass wer Fördermittel vom Land will, für zum Beispiel Flächennutzungspläne, der muss sich einem Mobilitätscheck unterziehen. Dass man eben, weil es fängt ja immer mit Bauen an, ne, Verkehrspolitik. Wenn man ein Haus irgendwo hinbaut, dann muss halt immer auch klar sein, wie kommt man da hin und welche Nutzungen gibt es in der Umgebung und so weiter. Dann haben wir unser Landesstraßenbedarfsplan, das ist so ein bisschen sowas wie der Landesverkehrswegeplan für Brandenburg für Straßen gewesen, den haben wir komplett abgeschafft, weil da noch ganz viele Landesstraßenprojekte, neue Straßen drin standen, wo wir gesagt haben, das macht eh keiner mehr, das ist nur noch Wahnsinn. Das war nicht ganz einfach, weil das hat die CDU nicht gerne nach vorne ins Schaufenster gestellt in diesem ganzen Prozess, wir dann eher schon, aber es ist passiert. Und es steht auch explizit drin, wir erkennen an, das Landesstraßennetz ist ausreichend. Sozusagen von Ausnahmen abgesehen, Neubau, nee, wie heißt es? Dieses klassische Sanierung von Neubau sozusagen. Das Prinzip ist auch nochmal verankert. Dann geht es ganz viel über Radwegebau. Da haben wir uns viel abgeguckt am Berliner Mobilitätsgesetz, was um Standards angeht. Und wir wollen vor allen Dingen baulastträgerübergreifend ein ganzes Netz in Brandenburg erfassen. Man hat ja oft das Problem im Alltag, man fährt auf dem Radweg und der ist gut und schön, gehört zum Beispiel der Kommune und dann wechselt die Zuständigkeit der Straße, ist auf einmal eine Kreisstraße, ist der Radweg zu Ende. Und keiner hat so richtig den Überblick über das Ganze und das soll sich ändern, dass es ein zentrales Netz gibt, wo alle von allen Baulastträgern die Radwege drinstehen, damit man auch schneller erkennen kann, wo hat jetzt der nächste Kilometer Radweg den größten Nutzen fürs Netz insgesamt und so weiter, weil jede Lücke kann ja schon der Grund sein, die ganze Strecke nicht mit dem Rad zurückzulegen, weil man sagt, oh, da sind 200 Meter, die sind so gefährlich, da mache ich die ganze Strecke nicht. Dann wollen wir auch ein landesweites ÖPNV-Netz aufbauen. Wir haben ja die getrennte Zuständigkeit Regionalverkehr Land, Busverkehr die Kreise. Und ich sage immer, wenn man die Landkarte Brandenburgs nimmt und die Buslinien einzeichnet, dann erkennt man die Kreisgrenzen, weil halt genau da die Zuständigkeit endet. Und das soll eben auch mit dem Blick aufs große Ganze geändert werden und gesagt werden, Mensch, gucken wir doch mal und verknüpfen alles und dann sollen auch Bedienstandards entwickelt werden. Also ein Prozess, der ist im Gesetz noch so ein bisschen vage, weil der einfach angegangen wird und die Kreise natürlich auch mitspielen müssen. Und es gibt noch Absätze zur Verkehrssicherheit, wo auch noch mal so ein paar Sachen, die vorher nirgendwo so richtig verankert waren. Es gab immer nur so Programme, Verkehrssicherheitsprogramme, da stehen jetzt auch noch mal ein paar Sachen sehr verankert drin. Also nochmal, es stehen Ziele drin, aber dann auch für die einzelnen Verkehrsträger Maßnahmen. Und genau, das ist wirklich ein großer Schritt vorwärts, über den wir uns sehr gefreut haben. Ja, dieses Programmthema ist echt eins, weil ich habe auch das Gefühl, in Thüringen, gerade im Bereich der Verkehrspolitik, es gibt unglaublich viele Strategien und Papiere, die aber irgendwie nirgendwo so richtig zusammengefügt sind, was vielleicht die Chance von dem Mobilitätsgesetz ist. Deswegen einmal die Frage, gab es da irgendwie auch rechtlich die Änderungen, dass ihr aktiv andere Programme sozusagen damit aufgelöst habt und das sich jetzt neu im Mobilitätsgesetz verbunden ist, oder ist es eher sowas on top? Das ist ein bisschen eine parlamentarisch Abgeordnetenfrage, aber... Tatsächlich war das, die juristischen Fragen waren immer wieder große Hürden. Zum Beispiel ist daran auch gescheitert, der ÖPNV-Teil ist im Moment nicht Teil des Mobilitätsgesetzes, der steht noch extra. Den haben wir zwar auch ganz viel geändert, das ÖPNV-Gesetz, aber wir konnten es nicht integrieren. Wir haben eine sehr starke Konnexität in der Landesverfassung und es gab die große Angst, wenn wir das jetzt tun, dann bezahlen die Kreise gar nichts mehr, sondern halten nur noch die Hand auf und das Land muss den kompletten Busverkehr bezahlen. Das ist jetzt etwas verkürzt, aber manchmal hängt das so an juristischen Fragen dran. Und der Großteil des Mobilitätsgesetzes oder der Anfangspunkt Fixstern war eigentlich, wir schieben alle Gesetze zusammen, die es gibt, ÖPNV-Gesetz, Straßengesetz und so weiter und führen aber auch neue Dinge ein. Also diese ganzen Zielstellungen gab es vorher ja in keinem anderen Gesetz oder auch diese ganzen Verankerungen mit der Baupolitik gab es nirgendwo anders vorher und auch die Verkehrssicherheitssachen gab es vorher nicht. Ziel war eigentlich, ein komplettes integriertes Gesetz zu erreichen, das haben wir nicht ganz geschafft, weil der ÖPNV-Teil noch draußen vor ist. Dafür, um jetzt wieder im Parlamentsdenken zu bleiben, gibt es jetzt nochmal ein extra Gutachten parallel, sodass ob man es nicht doch irgendwie machen kann und wie man es gut machen kann, wir haben ja auch Wahl im Herbst, dass man die nächste Landesregierung entscheiden kann oder der nächste Landtag, ob er es nicht doch noch zusammenführt. Ja, cool. Die Hoffnung ist immer da. Was ich besonders interessant finde mit Blick auf Brandenburg ist, dass Berlin zum Beispiel ein Mobilitätsgesetz macht, verwundert niemanden, aber Brandenburg ist ja genau wie Thüringen ein Flächenland mit tendenziell viel Fläche, ab und zu Dörfern und Gemeinden, aber wenig großen Städten. Geht das Mobilitätsgesetz da aktiv drauf ein? Also war das ein Diskussionspunkt, dass man vielleicht aus so einem Flächenland heraus mit viel ländlichem Raum Dinge in der Mobilität anders gestaltet oder nicht? Ja, doch, es gibt große Unterschiede. Berlin ist ein Stadtstaat und hat den Vorteil, sozusagen Kommune und Landesebene zugleich zu sein. Und wir haben immer noch die kommunale Ebene, die wir ja nicht, also oder zum gewissen Teil nur verpflichten können. Und im Grunde war dieses Beispiel gerade mit dem ÖPNV-Teil ja auch genau in diese Kerbe, dass das da eben schwierig war. Und wir an ganz vielen Stellen auch aufgrund dieser sehr strengen Konnexität, die uns Da gibt es jetzt auch im Zuge nach dem Mobilitätsgesetz nochmal eine extra Diskussion zu, ob man da nicht auch nochmal flexibilisieren muss. Jedenfalls gab es immer die Diskussion, was können wir als Land eigentlich regeln? Und man will ja auch kommunale Demokratie jetzt nicht knebeln, sondern man will ja auch, dass lokal sozusagen die richtigen Lösungen gefunden werden. Das war immer wieder ein schwieriger Punkt und deswegen sieht es am Ende auch anders aus als das Berliner Gesetz. Gut. Und dann auch fast schon meine letzte Frage. Das Mobilitätsgesetz wurde, glaube ich, im Januar, Februar verabschiedet. Gibt es da auch schon erste spürbare Veränderungen in der Praxis oder womit rechnet ihr sozusagen, was dann bald kommt? Ja, also wir haben es im Januar, glaube ich, beschlossen. Genau, da würde ich jetzt noch nicht sagen, dass man groß die Veränderung sieht. Manches muss auch erst eingefordert werden und jetzt sind wir so ein bisschen am Ende der Legislatur. Gucken so ein bisschen, was wird in der nächsten Legislatur passieren. Das, was ich vorhin sagte, dieses einheitliche oder gesamtintegrierte ÖPNV-Netz, also inklusive Regionalverkehr und Busverkehr, das soll in groben Zügen Ende des Jahres schon stehen. Da wird dran gearbeitet. Und was auch gerade schon direkt umgesetzt wird, ist eher so eine Folgeerscheinung, dass wir gesagt haben, dieses Forum dieses Austausches mit den vielen Verbänden und dem Ministerium, dass es verstetigt werden soll. Es soll jetzt ein Bündnis für Mobilität gegründet werden, im Grunde aus diesem Bündnis heraus mit dem Ministerium, sodass es sowas wie ein Beirat denn in Zukunft ist, das sich regelmäßig trifft und eben auch die Umsetzung begleitet und auch guckt, na, wie sind wir denn auf dem Weg und müssen wir nachsteuern, sodass es eigentlich dieser Prozess dieses Austausches, der eine Sache auch für sich war, also Ministerium hat nicht immer Verständnis, wie Zivilgesellschaft funktioniert. Zivilgesellschaft hat auch nicht immer das Verständnis, wie ein Ministerium funktioniert. Da hat man viel voneinander gelernt und um das auch zu verstetigen, soll dieses Bündnis kommen. Und dann, so ein bisschen klang das hier gerade auch an, ist natürlich immer eine ganz entscheidende Frage die Finanzen. Also gerade im Verkehrsbereich, wie viel Geld gibt es für den ÖPNV, wie viel Geld wird bereitgestellt für Bestellung von Zügen, wie viel Geld gibt es für Radwegebau und dann natürlich die nachgelagerte Frage Personal. Das sind dann wieder Fragen der politischen Auseinandersetzung, wo werden die Prioritäten gesetzt. Aber die Mittel, die dann da sind, das würde ich sehr optimistisch sagen, die werden dann effizienter eingesetzt als in der Vergangenheit. Daraus ergibt sich tatsächlich nochmal die Folgefrage, weil wir haben mit unserem Mobilitätsgesetzentwurf auch die Hoffnung verbunden, dass man da eben genau finanzielle Regelungen reinschreiben kann, die ein bisschen längerfristige Perspektiven vielleicht aufmachen. Finden sich irgendwelche so finanzrechtlichen Regelungen bei euch im Entwurf oder war da nichts durchsetzbar? Nee, da sind wir tatsächlich, konnten wir uns nicht durchsetzen. Und um vielleicht die Liste kurz noch komplett zu machen, was auch ein anderes Thema war, war die Diskussion um Pflichtaufgabe ÖPNV. Da geht ja Rheinland-Pfalz so ein bisschen vorwärts, auch nicht perfekt, aber in die Richtung wollten wir eigentlich auch denken, um mehr sowas wie Bedienstandards einfach generell verankern zu können und nicht einfach nur zu sagen, hier Kreise, ihr habt jetzt Geld, seht mal zu, was er damit macht, sondern so ein bisschen auch mehr Vorgaben machen zu können. Da war von vornherein klar, das wird mit unseren Koalitionspartnern nicht passieren. Ja gut, Kompromisse gibt es immer, aber erstmal nochmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch, dass ihr das in Brandenburg auch in so einer sicherlich auch nicht immer leichten Kenia-Koalition geschafft habt. In dem Sinne haben wir jetzt sozusagen inputmäßig das Ende erreicht, aber wir haben es ja Mobilitätswende-Forum genannt. Und bevor es gleich noch leckeres Essen und Häppchen und was zu trinken gibt, möchten wir gerne noch ein bisschen in die Diskussion gehen. Deswegen würde ich direkt mal können wir gleich damit starten. Ich würde erst mal fragen, ob es Fragen gibt. Also jetzt zum Beispiel direkt zum Mobilitätsgesetz Brandenburg, solange wir bei der Thematik sind. Die Hände bleiben oben. Okay, Stefan. Ja, Moment. Ja, genau. Stopp, wir machen das so, dass Markus Neumann rumgeht. Nochmal ganz kurz Hinweis, das wird hier gefilmt. Also Sie werden nicht gefilmt, aber die Audioaufnahme. Stefan Andres, Fuß e.V. Thüringen. Was kann vielleicht ein zukünftiges Mobilitätsgesetz zum Thema Fußverkehr in Thüringen aus Brandenburg mitgegeben werden? Also ich bin so ein großer Verfechter der Flächen- und Nutzungsgerechtigkeit. Ich höre immer viel ÖPNV, ich höre immer viel Radverkehr. Ich höre ganz wenig Fußverkehr, obwohl das das älteste Verkehrsmittel der Welt ist. Ja, also, aber ich höre wieder Thema Sicherheit. Ich sehe so die letzten Meter. Und da denke ich schon, also was könnte tatsächlich Thüringen aus Brandenburg zum Thema Fußverkehr lernen im Mobilitätsgesetz? Also ich finde den Punkt ganz wichtig, gleich beim Bauen und Stadtentwicklung und so weiter mitzudenken, gleich von vornherein so zu planen, dass man kurze Wege hat. Und wir haben, das habe ich tatsächlich nicht so viel ausgeführt, da gibt es tatsächlich auch ein paar Sachen. Also zum Beispiel gibt es jetzt auch, dass Fußwegekonzepte gefördert werden. Das ist auch so ein bisschen eine Folge aus dem Dialogprozess. Und dass diese ganze Umfeldgestaltung, da steht auch ganz viel drin, also wie öffentlicher Raum aufgeteilt werden soll und dass immer an die Schwächsten zuerst gedacht werden soll und so weiter. Also da ergibt sich indirekt sehr viel, auch wenn Fußverkehr so ein bisschen wenig genannt wird. Aber tatsächlich ist es eigentlich verankert, weil man immer, vorhin war ja auch bei der IG Metall, vermeiden, verlagern, verbessern. Es fängt ja immer damit an, einfach, wenn die Fußwege möglich und attraktiv sind, dann braucht man die anderen Verkehrsmittel ja auch gar nicht. Und da zu denken, erstmal Fußverkehr, dann Radverkehr, dann ÖPNV und so weiter, in dieser Denke von vornherein unsere Städte zu planen, dann kommen wir da einen Riesenschritt vorwärts. Und da steckt dieser Fußverkehrscheck auch noch, der Verkehrsmobilitätscheck auch drin, wenn man Fördermittel haben will. Wir haben das für die Planungsebene, also für Flächennutzungspläne, wenn man da Fördergelder haben will. Bei der Stadtentwicklungsgeldern, da konnten wir das nicht so ganz verankern. Das wäre natürlich der wirklich richtige Schlüssel, weil da wird es ja wirklich konkret und in Beton gegossen. Wenn man da sowas hätte wie einen Mobilitätscheck, das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Das machen wir auf jeden Fall. Aber es ist immer hilfreich, wenn es andere Gesetze schon gibt, an denen man sich orientieren kann, die man auch verbessern kann. Die Mehrheiten müssen halt da sein. Daran werden wir gemeinsam arbeiten in Thüringen. Und jetzt dahinter Reinhard. Auf Frage zum Brandenburger Gesetzeswerk. Es ist ja so ein Zielgesetz. Zielgesetze nutzen dann nichts, wenn man sie auch nicht zur Umsetzung bringt. Du hast eben schon berichtet, es gibt einen Beirat. Gibt es noch weitere Maßnahmen, die man auch erreichen kann? Das sind sicherlich schöne Formulierungen dieses Gesetzes. Auch praktische Politik wird und in dem Zusammenhang, das eben berichtet vom ÖPNV-Gesetz, was dann als zweiter Part noch hinterherkommt, kannst du uns irgendwas Zentrales über die Inhalte sagen, zum Beispiel auch über das Ziel Vernetzung. War hier noch vieles krank, dass man also bessere Verknüpfung von Verkehrsmitteln auch braucht, um den ÖPNV erfolgreich zu machen. Erstmal zur zweiten Frage. Also das ÖPNV-Gesetz gab es ja schon vorher. Das gibt es, glaube ich, in jedem Land im Grunde auch, wo drin steht, wie der ÖPNV im Land organisiert wird, wer zuständig ist und so weiter. Wir haben da eben Veränderungen vorgenommen und es nicht geschafft, das ÖPNV-Gesetz im Mobilitätsgesetz aufgehen zu lassen. Tatsächlich war das auch nochmal ein wichtiger Punkt, den ich vergessen habe. Wir haben die Angebotsorientierung verankert. Das war auch ein großer Streitpunkt, wo wir sehr hart geblieben sind, vor allen Dingen auch die Initiative, dass wir gesagt haben, da steht oft in vielen Landesgesetzen nachfrageorientiert. Und so ungefähr, wir gucken mal, wer wo mit dem Bus fährt und dann bieten wir die Linien eben dementsprechend an und wo zu wenige mitfahren, dann bestellen wir wieder ab und so weiter. Aber einfach von vornherein anders ranzugehen und zu sagen, nee, wir wollen Bedienstandards und wo wohnen denn die Menschen und wo müsste denn der Bus fahren, damit es für die meisten Menschen attraktiv ist und dann das Angebot anzubieten, auch wenn es vielleicht nicht in den ersten 3 Tagen angenommen wird, aber in der Erzeugung von den Daten hergeleitet, dass es eigentlich das beste Angebot sein müsste, setzt sich das dann auf Dauer durch. Man braucht halt bloß erstmal ein bisschen Durchhaltevermögen. Also die Angebotsorientierung finde ich auch ganz wichtig im ÖPNV-Bereich. Jetzt habe ich die erste Frage vergessen. Durchsetzungsfähigkeit ist. Ja. Also ich hoffe, ich habe klar machen können, dass da Ziele stehen, aber dann auch Maßnahmen. Also zum Beispiel dieses landesweite Radnetz und dieses landesweit integrierte ÖPNV-System. Da ist aber tatsächlich immer so ein bisschen das Damoklesschwert drüber, wird das ausfinanziert. Und deswegen, bleibt eine politische Auseinandersetzung, bei der Finanzaufteilung im Verkehrssektor einfach die richtigen Prioritäten zu setzen. Weil sonst ist es eine Frage, steht zwar da und wird vielleicht auch umgesetzt, aber das Tempo ist dann zu gering. Und da müssen wir halt nachsetzen. Aber das betone ich immer wieder, das Geld, was jetzt eingesetzt wird, egal wie viel es ist, das wird auf jeden Fall effizienter eingesetzt. Man bekommt sozusagen für den gleichen Euro mehr raus oder braucht weniger Euro, um das Gleiche zu erzielen, weil einfach das System insgesamt effizienter gedacht und umgesetzt wird. Okay, jetzt haben wir dahinter 2 Meldungen und gern auch der Hinweis, ich bin ja auch Verfechterin einer feministischen Mobilitätspolitik, dass sich auch Frauen in die Debatte einbringen dürfen, damit alle Perspektiven vertreten sind. Genau, Ja, mein Name ist Erich Engel. Ich denke, eine Angebotsorientierung im Gesetz ohne eine entsprechend angemessene Finanzausstattung ist ein stumpfes Schwert. Also man kann sich des Erfolgs eines Gesetzes rühmen, aber das Dilemma ist doch, dass nicht ausreichend Geld im System ist. Ich kann mich auch eines, ich sag mal, ausreichenden Tarifvertrages rühmen, aber das Dilemma ist, dass nicht genügend Geld im System ist. Ich kann mich darüber freuen, dass ich eine Modellregion gefunden habe, die vielleicht Teile dessen mal umsetzt, was auf Landesebene angedacht ist. Aber das Dilemma ist, dass unter Umständen gar in Modellregionen die Eigenmittel fehlen und dass in dem schwierigen Spannungsfeld zwischen Zuständigkeit von Kreisen und Landesebene dann ganz vieles überhaupt nicht in Bewegung gerät oder gar ins Stocken gerät. Also im Grunde habe ich das ja gar nicht grundsätzlich verneint, sondern immer betont, es braucht die Finanzen. Aber wir haben sozusagen, also erstens betone ich immer die höhere Effektivität oder die höhere Effizienz des Mitteleinsatzes durch einfach klügeres Einsetzen der Mittel. Und zum anderen haben wir natürlich schon aber auch die Ziele gesetzlich verankert. Sie sind sozusagen auch gesetzlich einklagbar. Und wir haben sozusagen mehr politischen Druck, wenn man es klein machen wollen würde, sozusagen mindestens aufgebaut, dass wenn man sich den Zielzahlen nähert, natürlich die Politik in einem Zwang ist, sich zu verantworten und zu sagen, zu erklären, warum, wie nah sind wir denn jetzt an dem Ziel und so weiter. Das stärkt sozusagen diejenigen, die dann sich politisch dafür einsetzen, dass die Mittel richtig ausgegeben werden. Es ist nicht der Schlüssel und jetzt ist es erledigt, aber es ist sozusagen einfach eine weitere Hilfe, ein weiteres Brett im System. Nee, wie sagt man jetzt? Ich bin immer schlecht mit Sprichwörtern. Also einfach ein weiterer Hebel. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lang ist der Hebel, wie lang wird er ausgestattet, aber er ist erstmal da. Und es ist nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt vorwärts. Ich sehe tatsächlich so zwei Hebel, weil man merkt ja auch immer wieder, also eine gesetzliche Verankerung kann, glaube ich, da helfen, dass sie in Haushaltsverhandlungen konkret auch Ministerien Rückenwind gibt, dann speziell zum Beispiel dem Verkehrsministerium zu sagen, hier beim ÖPNV braucht es mehr, das ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn zum Beispiel Radwege, glaube ich, noch mehr normiert wäre, dass es da eben die gesetzliche Verankerung gibt und es nicht eine freiwillige Aufgabe ist. Das ist, aber es ist, glaube ich, ein Hebel, aber ein sehr, sehr kleiner Hebel, weil eben die Gesamtmasse an Finanzen damit noch nicht größer geworden ist. Du wolltest jetzt direkt einhaken? Was, glaube ich, insgesamt der größere Punkt ist, den wir gemeinschaftlich mitdenken müssen, ist eben die Frage von solchen Transformationsfonds und vielleicht auch für die Mobilitätswende und speziell den ÖPNV eine Chance, dass man sagt, jetzt mit den neuen Legislaturen, wo es ansteht, wir setzen Transformationsfonds auf, die mindestens 5 Jahre eine große Summe Geld beinhalten, wo dann eben insbesondere im Bereich der Energiewende, aber auch Mobilitätswende möglicherweise Gelder finanziert werden können. Also ich denke jetzt gerade auch an sowas wie Umsetzung der Barrierefreiheit, wo wir ja in allen Kommunen sehen, es geht viel zu langsam voran. Die Gelder fehlen auf allen Ebenen. Und da heute Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, ist absolut notwendig. Wir müssen auch die Denksportaufgabe machen und schaffen, wie wir wirklich solche Sondervermögen auch umsetzen können, die dann nicht von Verfassungsgerichten einkassiert werden. Aber ich glaube, eigentlich anders geht es nicht, weil wir nie aus dieser Haushaltsjährigkeit, dieser Jährlichkeit von Haushalten rauskommen und es einfach eine ganz große Schwierigkeit ist. Ja, gut. Ja, Thilo Braun, ADFC Thüringen. Wir haben ja hier in Thüringen und in Sachsen-Anhalt eine kostenfreie Mitnahme von Fahrrädern im ÖPNV, zumindest im schienengebundenen ÖPNV. Wie ist denn das in Brandenburg geplant? Also wir haben ja den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, den VBB, also ein Verkehrsverbund für 2 Länder. Da ist es in diesen Monatskarten tatsächlich drin. Wir haben jetzt das neue Phänomen halt auch durchs Deutschlandticket, dass ja sehr, sehr, sehr viele Menschen aufs Deutschlandticket umsteigen und es da nicht drin ist. Da gibt es bei uns die Diskussion, eigentlich unabhängig vom Mobilitätsgesetz, dass es so eine Art Zusatzticket gibt, um die gewohnten Mitnahmemöglichkeiten aus den VBB-Abos sozusagen zum Deutschlandticket oben drauf zu packen. Das ist aber noch zu keinem Ergebnis gekommen. Also es ist im Moment immer noch so, dass man Fahrradtickets braucht. Es sei denn, man hat ein VBB-Abo. Mhm. Es gab, ja gern, dann machen wir es so. Es können sicherlich alle drankommen. Der Herr hatte sich aber auch schon gemeldet. Also ja, bei den Grünen quotieren wir. Das heißt, Frauen werden vorgezogen. Nee, also, okay. Katrin Konrad vom Verband Kinderreich Familien. Ich möchte einfach mal so den Blick noch ein bisschen wieder schärfen. Wir reden darüber, dass Mobilität gebraucht wird. Da stimme ich Ihnen sehr zu. Ich sehe es immer aus dem Blickwinkel von Familien, die Kinder haben, die viele Kinder haben. Wir fahren immer zusammen, mindestens zu 5 in der Regel. Wir mühen uns schon lange, dass Kinder, Jugendliche in den Fokus mit gelangen. Das gelingt aber irgendwie nicht, weder beim Deutschlandticket noch haben wir es geschafft, Herrn Heuing sitzt sich gerade vor mir, irgendwie ein Anschlussangebot für Kinder und Jugendliche zu finden. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, Radwege zum Beispiel zu machen, finde ich das super. Aber gibt es denn für Thüringen zum Beispiel Zahlen, wie viele Menschen täglich zwischen Wohn- und Arbeitsort pendeln? Ich komme aus dem ländlichen Raum, also mein Arbeitsweg ist schwierig. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie ich das über öffentliche Verkehrsmittel mache. Also den Wunsch kann ich verstehen, alleine an der Praxis würde es mir immer scheitern. Also inwieweit haben Sie denn im Vorfeld Zahlen ermittelt für die Berufstätigen? Frage 1. Die Frage 2 ist, wir leben in einer älter werdenden Gesellschaft. Die Babyboomer gehen die nächsten Jahre in Rente, sodass immer weniger Menschen, zumindest aus dem Arbeitsleben, täglich fahren müssen. Sicherlich steigt der Bedarf, freizeitmäßig irgendwie unterwegs zu sein, aber inwieweit wird sich das denn auf unser Mobilitätsverhalten oder den Verbrauch, den wir dann haben, auswirken, wenn dann sozusagen nur noch so diese ältere Generation im Spaß unterwegs ist, die Jugend, die weniger wird, nur noch arbeiten gehen muss. Also naja, das sind doch so grundsätzliche Fragen. Wenn wir bis 2040, 50 denken, wird uns das ja ereilen, dass sozusagen immer weniger, ich sehe das an den geringeren Geburtenzahlen auswirken, wenn weniger wachsen, groß werden und dann Mobilität sind. Also inwieweit haben Sie solche Zahlen im Vorfeld auch ermittelt oder mit bedacht? Also ganz konkret kann ich die Zahlen jetzt nicht für Thüringen nennen, müsste ich nachschauen, die existieren, aber natürlich, wie viele PendlerInnen unterwegs sind. Ich glaube, gerade für Thüringen, das wird in Brandenburg nicht anders sein, gilt natürlich, dass es Arbeitswege gibt, die lassen sich nur mit dem Auto gut zurück und sinnvoll zurücklegen und alles andere wäre komplett unrealistisch. Da gilt dann eben der Umstieg auf den Elektromotor. Aber es gibt immer wieder spannende Zahlen, die sehr deutlich zeigen, erstens natürlich ÖPNV, für viele ist es möglich, die es noch nicht nutzen. Da bin ich ganz sicher, dass es da noch viele PendlerInnen gibt, die eben gute Zugverbindungen hätten, aber bisher aus Gewohnheit oder anderen Gründen eben eher das Auto nutzen. Und auch gerade im Radverkehr zum Beispiel heißt es ja häufig, im ländlichen Raum sind die Entfernungen so lang und Studien zeigen sehr, sehr häufig, dass doch ein gar nicht so ganz geringer Anteil Entfernungen von 5 bis 10 Kilometern hat, die grundsätzlich mit dem Rad und umso mehr mit dem E-Bike absolut machbar sind, wo dann aber auch häufig gerade, glaube ich, im ländlichen Raum eben gute Radwegeverbindungen auch an Bundesstraßen etc. fehlen. Also da ist einiges möglich, wenn wir anfangen, Mobilität nicht mehr strikt von A nach B und nur ein Verkehrsmittel zu nutzen. Die Zahlen sind findbar. Ich kann Ihnen die auch nochmal rausholen und im Nachgang definitiv zuschicken. Ich würde auch nochmal ergänzen, dass wie so oft ökologische Fragen ja auch soziale Fragen sind. Und überall dort, wo Wege eigentlich nur mit dem Auto zurückgelegt werden können, und wir alle kennen solche Wege, schließt das ganz, ganz viele Menschen aus. Also junge Menschen haben Sie jetzt genannt, vielleicht auch ältere, die irgendwann nicht mehr fahren können oder auch körperlich beeinträchtigte Menschen oder auch, völlig unterschätzt in der öffentlichen Debatte, Einkommen. Also wenn man sich die Korrelation von Einkommen, Führerscheinbesitz und Autobesitz anguckt, es ist eindeutig sozusagen. Also das gibt es immer bei Mobilität in Deutschland, MID, kann man es sehr gut sehen. Das heißt im Umkehrschluss, das ist einfach ungerecht so. Und deshalb müssen wir uns kümmern. Und wir haben ja auch die Mobilitätsgarantie, das haben wir uns ja bei euch so ein bisschen abgeguckt. Und wir haben bei uns eigentlich so, dass wir denken das so ein bisschen hierarchisch. Natürlich gibt es erstmal das Schienennetz und da soll möglichst überall da, wo Züge fahren, auch stündlich ein Halt sein. Dann soll es die Buslinien geben, die auch stündlich dazwischen fahren. Und dann wird es immer dünner und dann gibt es irgendwann die On-Demand-Systeme. Und wir haben tatsächlich einen Landkreis in Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, der hat den sogenannten Dalli-Bus. Der setzt im Grunde eigentlich genau das um. Der hat keine Linien, der hat keinen Fahrplan. Sondern den ruft man an und der holt einen im Zweifel sozusagen zu Hause ab und fährt einen nicht einfach überall hin. Natürlich ist das Ziel zur nächsten regulären ÖPNV-Verbindung. Und wenn man das System tatsächlich so hierarchisch runterbricht, dann ist für mich eigentlich schon der Fixstern, dass man eine Mobilitätsgarantie hat, dass man überall, egal wo man ist, stündlich eine Möglichkeit hat, in das System ÖPNV hineinzukommen. Nicht, dass überall stündlich was fährt, das ist oft das Missverständnis. Da, wo es sich halt wirklich nicht lohnt, da übernimmt es halt einen On-Demand-Verkehr. Aber der soll halt nicht liniengebunden und fahrplangebunden sein, sondern einen da abholen und zur nächsten regulären Verbindung bringen können. Und das, finde ich, da müssen wir Stück für Stück hinkommen. Und ein bisschen, ihr hattet euer Gutachten gemacht, wir haben es dann nochmal ähnlich aufgesetzt und der Landkreis Oder-Spree geht wirklich in die Richtung. Und ich finde, um auf den Anfang zurückzukommen, aus Gerechtigkeitsgründen. Es muss eigentlich sein, weil viele Menschen... Wird ja immer gesagt, die und die Strecke kann man nur mit dem Auto machen, ja, aber ganz viele können ja gar nicht mit dem Auto. Und das wirklich mitzudenken. Vincent Bergauer vom BDKJ. Eine Frage nochmal aus Jugendsicht, weil wir das gerade hatten, das Thema. Inwieweit wurde bei der Erstellung von eurem Mobilitätsgesetz die Bedarfe von jungen Menschen, Jugendlichen tatsächlich im Prozess mit einbezogen? Inwieweit waren die bei diesen Fragen tatsächlich beteiligt und zum anderen die Frage, komme ich in Brandenburg nach dem Feierabend jetzt nach Hause? Gut. Ich würde vorschlagen, wir fassen gleich zwei Fragen zusammen. Hier vorne ist ja auch schon lange. Mein Name ist Uli Oberländer. Ich bin Elektroingenieur und betreibe immer noch ein Ingenieurbüro, was ich schwerpunktmäßig mit klimaneutralen Systemlösungen befasst. Also einmal Energieversorgung, da ist jetzt in Kürze ein Bürgerenergiekraftwerk, was mit einem Mix aus erneuerbaren Energien hochverständlichen Ökostrom produziert, der gebraucht, sinnvollerweise gebraucht wird, dann natürlich in dem Bereich Elektromobilität, aber damit soll keine Verschwendung betrieben werden, sondern sinnvoll. Und meine Frage ist jetzt, euer Mobilitätsgesetz bezieht sich, sind da auch Komponenten für den Nutzverkehr mit dort enthalten? Es wäre nämlich festzustellen, wenn wir jetzt die... Welcher Verkehr denn Nutzverkehr? Ja. Naja, also zum Beispiel jetzt Lastentransport von LKWs von Punkt A zu B. Die Verkehrswende ist ja nichts anderes, als dass die so ausgerichtet ist, als Transformation, dass wir hier in Deutschland 2045 auch im Verkehrsbereich klimaneutral sein wollen. Eine unglaubliche Herausforderung, wenn man sieht, wo wir jetzt gerade gelandet sind und dass diese Zwischenstufen, also jetzt, dass man also die Vorgabe krachend verfehlt hat, wer das also verfolgt. Und ich kann nicht erkennen, wie, also es ist also wünschenswert und schön, wenn ihr da in Brandenburg so ein Mobilitätsgesetz auf die Beine gebracht habt, aber das müsst ihr dann eigentlich so formuliert sein, dass es genau jetzt diese Zielführung ermöglicht. Also das wäre jetzt als Frage, aber bitte jetzt nicht so als Totalkritik. Es ist ja wünschenswert oder schön erstmal, dass es bei euch sowas gibt, weil wir sowas hier überhaupt nicht haben. Und was ich jetzt in der Bundesebene sehe, das ist also eigentlich ein Desaster. Es ist eigentlich nichts da. Bis dahin, dass man doch noch nicht mal weiß, wie das, also Nutzverkehr jetzt mit, da ist keine Klarheit, wie das sein soll. Es ist einfach unsinnig zu sagen, wir statten die LKWs mit Elektromotoren aus und Riesenbatterien oder machen das mit Brennstoffzelle. Wasserstoff weiß man so selbst, das ist einfach nicht durchgedacht, behaupte ich. Und das sollte jetzt einfach mal so im Raum stehen bleiben. Fange ich hinten an. Also Güterverkehr im Berliner Mobilitätsgesetz ist explizit aufgenommen. Wir haben es noch nicht aufgenommen, haben aber im begleitenden Antrag gesagt, das soll sozusagen auch der nächste Landtag sich nochmal angucken. Das liegt ein bisschen daran, dass das Verkehrsministerium parallel ein Güterverkehrskonzept in Erarbeitung hat. Leider immer noch, das ist auch so ein Kuriosum, aber dass man das abwarten wollte und darauf aufbauend den Abschnitt zum Güterverkehr einfügen wollte. Aber wer sich sowas angucken will, im Berliner Mobilitätsgesetz gibt das, die wiederum aber den Vorteil haben, Stadt. Die jungen Menschen, also wir hatten die brandenburgische Studierendenvertretung dabei im Bündnis und auch Fridays for Future. Und es waren viele junge Menschen dann auch in den Arbeitsgruppen durchaus dabei. Aus meiner Meinung nach jetzt rückblickend war es aber nicht unbedingt so ein Überthema tatsächlich, also eher durch die Person vielleicht. Und komme ich abends nach Hause, das ist genau, wenn ich wieder an die Mobilitätsgarantie erinnere, Hierarchiesystem, bis wann lohnt sich sozusagen der regelmäßige Verkehr und ab wann sagt man einfach, es muss trotzdem möglich sein, Mobilitätsgarantie, aber dann ist es vielleicht im Zweifel abends ein Taxi, was sozusagen in diesem System auch integriert ist. Das ist ja möglich, dass man bestehende Infrastruktur, die es gibt, gerade in ländlichen Räumen, wo das Taxigewerbe ja auch nicht den leichtesten Stand hat, könnte das theoretisch auch in das System integriert werden und solche Leistungen mit übernehmen als öffentlicher Verkehr. Kann man ja eh drüber streiten, ob Taxis dazugehören. Und mit einer Servicepauschale oder Co-Abrechnung und so weiter. Jedenfalls Antwort, das ist Teil der Mobilitätsgarantie, dass das auch abends funktioniert. Da ist dann nur die Frage, ist es ein regelmäßiger Bus oder ist es ein On-Demand-System? Aber das heißt, im Brandenburger Mobilitätsgesetz ist konkret verankert, dass ich einen Anspruch auf Mobilität sogar nachts, öffentliche Mobilität nachts habe? Wir haben Bedienstandards drin, jetzt muss ich gerade überlegen, ob wir haben so eine Tageszeiten, wann das sein soll. Gerade bin ich mir unsicher, ob die am Ende noch drin geblieben sind. Muss jetzt einfach noch nachgucken, aber das können wir gleich im Nachgang im Gespräch gucken. Gut, dann schauen wir da aktiv rein, weil das ist auch eine Diskussion, die man sehr intensiv führen kann, wie lang und wie sinnvoll. Ja, aber es ist eine Herausforderung und Nachtbusse etc. Sind, glaube ich, was, wo wir in vielen Regionen noch dran arbeiten müssen, damit man dann auch dorthin fahren kann, wo man überhaupt ein Feiernangebot hat. Gut, dann kann ich noch mal alle, die jetzt noch sich melden, sehen. Oh, da müssen dann machen wir jetzt weniger Frage-Antwort-Spiel und ich glaube noch mehr interaktiv und gut, wir machen vielleicht nochmal drei Blöcke jeweils und versuchen uns am besten alle kurz zu halten. Fangen am besten, ja genau. Ja, Kathi Walter ist mein Name, ich bin verkehrspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Hessen und ich wollte vielleicht mal kurz berichten, wie das bei uns gelaufen ist. Wir hatten ja auch dieses Volksbegehren Verkehrswende, mussten es leider auch ablehnen, weil nicht verfassungskonform, haben dann versucht mit der CDU auch ein Mobilitätskonzept zu machen, was überhaupt nicht funktioniert hat, sind aber bei einem sehr guten Nahmobilitätsgesetz rausgekommen, also von daher mal Werbung, wenn es die große Lösung nicht ist, kann es auch die kleine werden. Wir haben da zum Beispiel auch wirklich geldliche Sachen geregelt, nämlich 10% des Landesstraßenbauhaushaltsvolumens für Radwege. Wir haben Sanierung vor Neubau im Straßenbau festgeschrieben. Was ich wichtig fand, nochmal auf Ihre Frage hin, dass wir auch schulische Mobilitätspläne und sowas festgelegt haben, dass gerade auch für die Kinder dort Sachen geregelt werden. Wir haben Musterlösungen und Standards festgeschrieben für Fuß- und Radverkehrsanlagen, damit man auch weiß, wenn man sich für Fördermittel bewirbt, was man dann auch zu bauen hat zum Schluss. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir zum Schluss auch Vision Zero-mäßig, also weniger Unfalltote, die Section Control mal festschreiben konnten. Es ist, glaube ich, noch nicht so vielen gelungen. Jetzt finden wir leider keine Firma mehr, die die Technik hat für Section Control. Und von daher brauchen wir das in vielen neuen Gesetzen. Vielleicht einmal kurz das Wort erklären. Ach so, also das ist Abschnittskontrolle, also dass man im Prinzip auf einer Straße mehrfach die Geschwindigkeit kontrolliert und damit sozusagen die Geschwindigkeit eines Autos feststellen kann, was sehr gut ist, wenn man zum Beispiel feststellen will, ob ein Auto zu schnell ist, um zum Beispiel auch vor Schulen oder so die Sicherheit besser zu gewährleisten. Und dieses System kann man es, wenn man es weiterdenkt, auch irgendwann mal einsetzen mit so Scancasts zum Thema Überwachung, ruhender Verkehr und so weiter. Also es sind tolle Anwendungen drin, mit denen man sich mal beschäftigen könnte. Und nochmal auf Ihr Thema zu kommen, ist vielleicht auch wichtig, wir haben Flatrate-Tickets, ein ganzes Bündel von Flatrate-Tickets in Hessen. Also wir haben ein Seniorenticket, wir haben ein Schülerticket, wir haben ein Landesbediensteten-Ticket und jetzt mittlerweile auch ein Sozialticket für 31 €, wo wir sozusagen um das Geld, was im Bürgergeld für Mobilität hinterlegt ist, dass die Menschen auch mobil sein können, weil wir in Hessen 20% der Haushalte haben, die wirklich kein Auto besitzen. Und das ist für uns eine große Motivation, diese Menschen halt teilhaben zu lassen am gesellschaftlichen Leben. Und noch ein Aspekt von dem jungen Mann, der gefragt hat, inwieweit die jungen Leute beteiligt sind. Es gibt von der EU ja jetzt Vorgaben, dass die großen Städte Sustainable Urban Mobility Plans machen müssen mit einem ganz groß angelegten Beteiligungsprozess, wo alle Menschen beteiligt sind und unter anderem auch die jungen Leute. Also das ist für Großstädte auch was, was man gut fordern kann. Dankeschön. Ja, super spannend, was ihr in Hessen macht, und auch schön, dass du auch den weiten Weg aus allen Richtungen Deutschlands heute... Stimmt, die alte Heimat. Was läuft eigentlich verkehrt? Wie machen wir das anders? Ja, ich glaube, wir haben versucht, mit der Veranstaltung heute so ein paar neue Perspektiven mit aufzugeben, weil ich merke persönlich immer, dass wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt, die das schon lange für die Verkehrswende kämpfen oder in Broschüren reinschaut aus den 90ern, die Argumente sind leider an vielen Stellen relativ gleich, weil eigentlich die Argumente eben alle bekannt sind, dass das Straßennetz relativ eigentlich fertig ist, dass wir mehr Schiene brauchen. Und vielleicht ist der Ansatzpunkt, dass wir eben wirklich aufhören müssen, uns diese Argumente gegenseitig hervorzubeten, sondern versuchen, ganz neue Bündnisse einzugehen und da auch mal ganz andere Wege zu beschreiten, wo es vielleicht erstmal nicht so bequem ist, wo unbequeme Fragen kommen, Unsicherheiten und Ängste. Aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Schritt, um Mobilitätswende vorantreiben zu können. Was natürlich an vorderster Stelle stehen muss, ich komme nicht drum rum, sind Wahlergebnisse. Da steht dieses Jahr, muss man sagen, mit den Kommunalwahlen und den Landtagswahlen natürlich die Wahlen an, wo ganz, ganz viel, ganz konkret vor Ort über Mobilität entschieden wird. Und da kann ich Sie und euch nur auffordern, mit FreundInnen zu reden, ins Gespräch zu gehen. Vielleicht, wenn eine Initiative hat, das Mobilitätsthema auch aktiv zu setzen, weil im Erfurter Wahlkampf zum Beispiel spielt es leider gerade wenig eine Rolle, wenn da die Inputs kommen und die Forderungen und man dann einmal kontrovers darüber diskutieren kann, ja, wie viel Autoverkehr brauchen wir jetzt eigentlich oder warum gibt es eigentlich so wenig Fußwegekonzepte? Ist es was das dann in Koalitionsverhandlungen auch wahrscheinlicher macht, dass dieses Thema Mobilität wirklich ganz, ganz vorne steht? Und es wäre uns ein Herzensanliegen, dass es in einem der nächsten Koalitionsverhandlungen mal wirklich Mobilität ein entscheidendes Thema wird, weil man immer wieder merkt, es wird zu lange drum gerungen, aber es ist immer wieder die Enttäuschung da. Und ich glaube, wir wissen, dass uns eine gute Zukunft, lebenswerte Zukunft ganz maßgeblich auch mit einem veränderten Mobilitätssystem zusammenhängt. Deswegen herzlichen Dank für Ihr Kommen heute. Bleiben Sie aktiv und engagiert. Ich bin mir sicher, wir sehen uns auch im anderen Kontext wieder und darf jetzt zunächst erstmal ganz, ganz herzlich einladen zur Stärkung am Buffet, wo wir gerne noch weiter in den Austausch kommen, Strategien diskutieren, wie die Verkehrswende vorankommt und auch ein bisschen Spaß miteinander haben. In dem Sinne noch einen schönen Abend. Danke fürs Kommen.